Hallo Leute, willkommen zurück zu Pokémon World Online. Heute schauen wir uns gemeinsam einen Skin an, den ich heute im Forum gefunden habe. Den Eternal Skin. Ich muss mir mal gerade das Bild zurechtrichten, damit ihr das alles seht. Genau, so. Hier sieht man Maike und das soll wohl eine Animation darstellen. Finde ich richtig geil und dass hier schön bunt ist. Tja, schau mal rein in den neuen Eternal Skin. Eternal. Weil bestimmt gefällt mir auch mal. Ich habe jetzt mal vorgenommen, für ein paar Parts wieder mal ein paar Skins durchzuwechseln. Es gibt wieder sehr viele neue. Vor allem hier. Hui, Lucia mit, wie heißt der? Benny, glaube ich. Und die hier kenne ich nicht, außer das Pokémon. So. Warum ist die Musik wieder so leise? Ich habe euch vorhin auf 60% gedreht. Jetzt ist sie über 40. Egal. Also das Skin gefällt mir. Lass mich mal für ein paar drin. Next Part wieder ein anderer. Und ich farm natürlich noch immer Frost Daddy. Warum habe ich den Chat offen? Nebenbei, am 10. Jänner, also schon bald, kann man sich für ein offizielles Turnier anmelden. Wo? Im Forum von Pokémon World Online. Unter Ankündigungen, oder wo war es woanders? Auf jeden Fall ein offizielles Turnier wieder mal. Es wird Zeit für ein offizielles Turnier. Stellt genau dort. Und offizielle Turniere sind nicht so oft. Und ihr fragt euch sicher, warum sind jetzt so wenig Leute hier im Berg? Es ist ja normalerweise hier viel mehr los. Ja, ehrlich Leute. Es ist hier extrem wenig los am Berg oben. Ich gehe jetzt mal Slash On ein. Dann sehen wir, es sind 300 Leute online. Das ist doch einiges. Ich habe schon in Gilden-Chat gelesen, ein paar sind runtergegangen und können nicht mehr auf die Insel rauf. Hallo? Habe ich irgendwas verpasst? Auf jeden Fall, ich bin noch im Berg oben, ich suche noch immer mein zweites Frostlass. In der Gilde haben sie schon mitgekriegt, ich habe ein zweites zwar gefunden, allerdings habe ich dann auf diesen Button geklickt. Statt auf diesen Berg. Kann passieren. Das war ein Erlebnis, Leute. Ich habe mich dann so ins Kopf gegriffen, so BAM! Hätte mich schon fast selber geschlagen, weil ich habe ein Horribly Rare weggeklickt. Und vorhin natürlich über 40 Bälle weggeschmissen. Ja, über 40. Das war schon was wert. Oh yeah! Aber egal, ich habe noch immer eins in der Box. Ich habe heute mal ein ziemlich interessantes Team mit, das eventuell was kann. So, einer meiner Abonnenten hat mich angeschrieben. Ich könnte wieder mal so ein Event starten. Nebenbei, die letzten Event mitgemacht haben, also wo ich so Fragen gestellt habe, die bekommen ihre Pokémon am 7., also am Montag. Es sei denn, sie haben keine Zeit, dann sollen sie mich anschreiben. Dann gebe ich sie auch später, aber sie bekommen die Pokémon auf jeden Fall, Leute! Und ihr wollt sicher wissen, was das Uncatchable ist. Und nein, Leute, ich habe es nicht mit. Es ist nicht das hier. Das ist auf Level 96, das wäre mir ein bisschen zu wertvoll. Weil das hat auch ziemlich nette Werte. Also ich will es in ein 99er-Team reinbringen, irgendwie. Das Shiftry. Ich weiß es gar nicht mehr mit den deutschen Namen. Ich bin hier schon ganz in Englisch drin. Oh! I'm an Englishman! Und das Bild hier, bevor der Kampf startet, das ist einfach nur geil. Wie hier rot mit dem Pokéball ist. Und ja, das ist rot, Leute! Nicht Ash, das ist rot! Sieht man doch, oder? Der hat rote Augen. Also sehen wir schon. Und ich habe mein letztes Frostlass nämlich in diesem Viereck gefunden, wo ich gerade hier herumfarme. Wie ein Bot. Genau, in diesem Platz, wo ich jetzt stehe. Da war mein letztes Frostlass. Yeah! Und da habe ich auch schon drei Jinx gesucht. Oder vier. Also vier VR habe ich hier schon gefunden. Darum gehe ich jetzt nur so hin und her, hin und her, hin und her. Mehr mache ich das eigentlich zurzeit nicht. Tja, was gibt es eigentlich noch zu sagen? Ah ja, stimmt, nochmal zum Abonnenten. Der hat gesagt, ich soll ein Turnier veranstalten. Aha. Ein Turnier, wo sehr viele Leute mitmachen sollen und nicht nur von der Gilde, sondern auch vom Deutschland, sondern auch alle. Ein unoffizielles Turnier also. Mal nachdenken darüber. Ihr könnt mich anschreiben, ob ihr darauf Lust hättet. Hättet. Ob ihr mitmachen wolltet. Immer schön den Konjunktiv betonen, ne?
Wenn es genug wären, dann würde ich es sogar machen. Ich meine, wenn nur 4 Leute wollen, das zahlt sich nicht aus. Es sollten mindestens, sag jetzt mal, 8 sein. Sonst veranstalte ich hier kein Turnier. Und ich mache es erst nach dem offiziellen Turnier, das diesen Monat kommt noch. Moment, am 10. kann man sich anmelden. Es hat geheißen, man hat 5 bis 10 Tage Zeit, sich anzumelden. Das heißt, am 20. Jänner geht es ungefähr los, das offizielle Turnier. Das heißt dann... Dann wird es eh schon wieder Februar. So schnell kann das gehen. Oh, so schnell, so schnell. So schnell, so schnell. Schreibt einfach mal mich per PN an oder schreibt mich in YouTube an. Ich will ein Turnier mitmachen, Jukaido! Damit ich weiß, okay, es sind vielleicht genug Leute oder zu wenige, damit ich sowas veranstalte. Und was noch zum Skin zu sagen ist, beim Kampf vermisse ich etwas. Also, wenn ich Chat aufmache, nein, nicht den Gilden-Chat, dann sieht man hier nix. Nette, nada. Bei anderen Skins sieht man hier vielleicht mal ein Relaxo, Pikachu. Hier haben wir schon einiges gesehen. Es ist so leer. Dann noch hier, links. Da hatten wir schon Mewtwo, da hatten wir schon einiges. Es fehlt hier einfach was. Das merke ich schon bei dem Skin. Aber er ist trotzdem geil. Er hat schon mehr Vorteile wie Nachteile. Und das will ich auf jeden Fall stark hoffen. Und wer jetzt fragt, wo ist eigentlich dein eigenes Kind? Der ist irgendwo untergegangen, Leute. Ich hab das irgendwie probiert zu fixen mit den Gebäuden, aber ich hab das einfach nicht hingekriegt. Ein Skin zu machen ist schwerer, als man denkt. Das ist wirklich so. Das hat nicht eine Stunde Arbeit. Nein, da muss man sich dann richtig ransetzen, damit man irgendwas überhaupt hier schafft. Zu bad! Wie sah der Rucksack aus? Ist irgendwas Besonderes? Naja, nicht unbedingt. Naja, Santa Head. Plopp! Santa Head! Dann die uralte Tafel, damit kann man Mammutell bekommen, wenn man es entwickelt. Dann haben wir hier, die Ohren sehen gleich aus. Pokédex! Genau, das Wichtigste natürlich. Wow! Frostlass, 478. Vor allem war Mammuswein das Höchste. Vor allem war Aboma Snow bei mir das Höchste. Also Rex Blizzard. Hier gibt es nebenbei auch Snow als Häuptlevier. Mammutel und Frost Dedier als 478. Das ist bis jetzt die maximale Anzahl, die ein normales Spiel bekommen kann. Die GMs würden vielleicht bis 493 schaffen. Aber einen 100%igen Pokédex. Ich glaube, das will es eigentlich nur einer, den ich jetzt kenne. Der war schon lange nicht bei online. Meine Güte, wo bist denn du nur, mein lieber Sammler? Ich hätte einige Pokédex-Einträge für dich. Falls du mal das Video sieht, ich weiß es ja nicht. Und falls er sie schon hat, Pech gehabt. Da habe ich Pech gehabt, dass er sie schon hat. Müsste ich mal wieder nachlesen, was er noch braucht. Er braucht nicht mehr so viel. So, und ich habe nur noch 190.000 Poké-Dollar. Ich habe mir wieder mal was gekauft. Und nein, ich habe es nicht mit. Es liegt in der Box. Puh. Was können wir heute noch ansprechen? Autsch, mein Kreuz. Muss mich mal nicht mehr ausstrecken. Moment. Krax. Ah, meine Güte. Heute bin ich wieder mal verrostet. Ach so. Geht wieder. Juhu. Warum sucht der hier Frostede? Mal schauen. Nebenbei. Könnten das hier die beiden Bots sein, die hier rumlaufen? Oder sind das Spieler? Nee, ernsthaft. Ich würde mal sagen, das hier sind Spieler, oder? Mal schauen. Ja, der da unten läuft so rum, wie ich hier rumlaufe. Lalalalalalalala. Schwer zu sagen. Ich laufe hier auch hier rum. Meine gemein sogar, ich wäre Speedhacken, weil ich nur diese zwei Felder abgehe, so links, rechts und dann sofort auf Rand klicke, sobald ich kein F lese, dann geht's weiter. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und noch mehr. Dann können wir mal sehen, wie viele Sekunden das dauert. 1 Sekunde, 2 Sekunden, 3, 4, ja, 4 Sekunden, wenn ich gut bin sogar, hin wieder mal 3. Dann haben wir schon was hier erreicht. Nämlich das nächste Pokémon ist vielleicht das nächste Pokémon, das ich haben will. Nämlich ein nächstes Frostlass. Juhu! Das erste, was ich habe, hat ja schon geiles DLC. Meine Güte, darüber kann ich mich freuen, ey. Warum haben die zwei eigentlich nicht ihre Hüte auf? Ist ja kalt hier. It's cold in here!
Nochmal zum Event hier. Warum kann man eigentlich nicht mehr rauf? Ich glaube, die haben das eigentlich schon geschlossen, das Event. Ich habe sowas gelesen, sie wollten es am 4. Jänner um Mitternacht, Greenwich Mean Time, also bei uns 1 Uhr früh, schließen. Warum bin ich noch immer hier? Und die zwei auch. Warum sind wir noch immer hier? Weil wir nicht runtergegangen sind. Ha! Von der Insel. Und die, was runtergegangen sind, die können nicht mehr rauf. Das heißt, die extra Force lassen wir jetzt farmen. Die sind extra teuer. Da kann ich dann noch schön verkaufen. Und ich glaube, da wo ich jetzt bin, ist schon alles abgefarmt, was Feuer Ripley Wehr heißt. Ich habe hier schon lange kein Wehr mehr gesehen. Oder was ist denn hier eigentlich? Wehr. Ja, nicht Liost, sondern List, bitte. Wehr. Delibird, Norund, ja. Hier gibt es 4 Commons. 2 Rare, 1 Rare und 1 Horrible Rare. Da haben wir das nächste Common. Also wenn ich die nächsten 100 Pokémon kein Rare kommt hier, Leute, dann gehe ich woanders hin. Dann ist hier nämlich alles abgefarmt. Das tue ich immer so. Die nächsten 100 Pokémon, wie viel habe ich jetzt schon? 20, 30, sowas. Wenn ein Rare kommt, dann ist der Zähler wieder auf 0. Whoops. So mache ich das immer. Dann gehe ich zum nächsten Ort und zum nächsten, bis ich wieder was Gutes finde. Also ich wechsle sehr oft die Orte. Vielleicht ist es was Gutes, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es nie ausgetestet, ob das was Gutes ist. Ihr könnt mir sagen, wie eure Erfahrung ist mit dem Farmen so. Ob ihr immer im gleichen Ort seid, so wie ich, so links, rechts läuft, wie ein kleiner Junge. Oder der sich einfach nur nicht von der Stelle bewegt oder so macht. Und so verhindert, dass keine Pokémon kommen. Oder was weiß ich, was man machen will. Super! Was hat eigentlich Skaratos? 20 Erfahrungspunkte von 29.900. Wo habe ich denn das her? Das hat er gerade mal aus dem Minusbereich geholt, oder wie? Das Scrappy? Das könnte ich mal entwickeln, dann hätte ich mal den Kingler. Oder habe ich schon einen Kingler-Eintrag? Da schaue ich jetzt mal kurzerhand. Ich kann nämlich da oben die Suche eingeben. Grabby. Kingler. Ah, schade, einen Eintrag habe ich sogar. Wusste ich gar nicht. Okay. Man lernt nie aus. Aber mir fehlt noch immer Cubone. Und Elektrode-Trölz. Den kann ich mir schnell fangen. Ah, Cubone ist auch ein HR, oder? HR? HR? Hm. Könnte auch beides sein, so wie das Azuril, das mir schon nachgelaufen ist einmal. Eieiei. Nebenbei, was kann eigentlich Gyarados? Das werde ich jetzt mal schnell gucken. Gyarados, was kannst du? Wenn ich schon mal hinter mir her habe. Gyarados, Drachenwut, Biss, komischer Ruf, Thrash und Leer. Toll. Nicht gerade so, das Pokémon-Moment. Das Release des Pokémon ist irgendwie... Naja, normal ist dieser Button rot. So ist er unauffällig und ich kann sowieso nur im Pokémon Center freilassen, also... Dann muss ich dann im Pokémon Center ausstellen, wie der Button aussieht, ob er auch so ausgegraut ist. Da hätte ich lieber einen roten Button. Einen knallroten Button! Wie gesagt, nächstes Bad haben wir einen neuen Skin wahrscheinlich. Ich werde mir im Forum ein bisschen wieder herumstöbern. Ich war da schon lange nicht mehr drin. Lange nicht mehr. Ich schaue nicht jeden Tag rein, Leute. Weil da hat mir eine PN geschrieben. Ja, ja. Interessiert euch eh nicht. Geht euch eh nichts an. Das sind nämlich PNs. Sonst wäre es ja keine private Message, ne? Oder Nachricht, die jemand sieht. Puh, aber egal. Ich bin da wirklich nicht jeden Tag drin. Und ich habe gesehen, es gibt sehr viele neue Skins und ich will sie alle austesten. Nebenbei, einen habe ich schon ausprobiert, der war mir ein bisschen zu rosa. Den werde ich im nächsten Part reintun. Also setzt im nächsten Part bitte die Sonnenbrille auf. Es sei denn, ihr wollt von rosa geblendet werden, Leute. Ich habe zwar nichts gegen die Farbe rosa, aber das Kind, der sticht einfach raus. Hey! Blame AOD, welcome to the jungle! Welcome to the jungle! Pokémon Jungle! Sie haben ja gefragt, wie wir hier reingekommen sind. Wir waren schon vorhin da.
Naja, Leute, wir sehen uns. Hi. Im nächsten Part wieder. Wir schauen uns Auge gegen Auge gegenüber. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Pokéball Online mit neuen Skin. Und wegen dem Turnier, was ich veranstalten will, vielleicht. Schreibt mir PNs, damit ich weiß, wie viele Leute mindestens mitmachen. Wenn es genug sind, dann veranstalte ich es sogar. Und es gibt natürlich auch Preise. Bis zum nächsten Part. Und tschüss. Ich vermisse euch jetzt schon.